Gut, wir machen weiter mit Transport Fever 2. Ich freue mich. Der Giro ist auch am Start. Der ist jetzt noch gerade am Essen, ist vorhin heimgekommen. Der wird jetzt sicher auch wieder schön neben mir auf dem Schreibtisch liegen und mir zuschauen, so wie du vor dem Bildschirm. Drücken wir doch hier mal auf Fortsetzen. Und dann genießen wir wieder den etwas länger Ladebildschirm. Bis nachher. Gut, da sind wir wieder im Spiel. Wo sind wir jetzt verblieben? Das ist die grosse Frage. Und wie ist es mit der Steuerung wieder gegangen? Stimmt, ich hatte hier eine externe Maus angeschlossen, weil ich dort ein mittleres Mausrad habe. Das habe ich auf dem Laptop logischerweise nicht. Das muss ich jetzt aber ein bisschen umdisponieren, weil jetzt habe ich voll vergessen, die anzuschliessen. Hier Maus vorne und dann irgendwie... Ah, das habe ich jetzt das Kabel rundherum. Das nennt sich mal Vorbereitung, he? Das hat man immer gern. So. Funktioniert das? Ja, schau jetzt, jetzt haben wir hier wieder eine Maus, jetzt können wir hier schön das umfahren. Hoffentlich geht es mit der Performance heute auch wieder ein bisschen besser. So. Unser Bahnhof hier in Kleinwelsbach hat 44 Personen, Tendenz steigend, die warten. Wir haben einen Zug, der unterwegs ist. Der ist stets gut gefüllt. Jawohl, so ist es. Der Intercity 1. Der kommt jetzt gerade hier oben an. Da warten sogar 84 Personen. Uiuiui. Ui, ui. Gut, also. Dann schauen wir jetzt gerade, wie viel Geld wir haben, sobald der hier ankommt. Und dann würden wir gerade schauen, dass wir das wieder abfahren und einen neuen Wagen anhängen. Das könnte eventuell noch wichtig sein. Jo, wir können vielleicht sogar zwei Wagen anhängen. Jetzt muss ich aber schnell einschreiten. Ich höre von unten, es kommt wieder die Nachbarskatze rein. Ich muss die schnell beseitigen. Puh. Gut. Ich bin wieder zurück. Boah, ist das mühsam mit der. Das ist jetzt schon zum zweiten Mal innerhalb von einer Stunde, wo die hier reinkommt. Schlimm. Die hat wahrscheinlich irgendwie ja, einen kleinen Fetisch auf mit Giro. Wohne ich aber nicht zu. Der Giro wohnt hier und nicht die Katze von den Nachbarn. Ich muss so schnell durchschnaufen. Es sind recht viele Stege zwischen dem Ort, wo ich jetzt hier sitze, und dem Katzendörli. Der Giro sitzt jetzt neben mir am Boden. Vielleicht kommt er dann noch rauf. Dann auf den Schoss oder nebendran auf den Schreibtisch. Tut er immer ein bisschen abwechseln. Also, wir wollen kleine Wege anhängen. So weit, wie es noch geht. Unsere arme Loki, ich weiss nicht, wie lange das die noch durchhalten. Wir probieren es jetzt einfach mal ein bisschen zu erweitern. Können wir zwei? Wir können ja zwei machen, oder? Ja, können wir. Dann haben wir eine Kapazität von 78. Leistung schlecht. Ist klar. Ja. Also, wenn es steil rauf geht, dann haben wir da schon zu wenig Leistung. Wir kaufen es jetzt trotzdem und falls es dort zu viel ist, können wir ein paar Wege abhängen und dann mit einem Kredit noch eine neue Locke kaufen und einen zweiten Zug bilden. Das wäre aber eine größere Investition und dann müssen wir dort die Strecke umbauen, für das wir, jetzt haben wir den Vater verloren. Fangen wir Giro an, der nebenan sitzt. Komm doch mal auf Giro und schlafe ein bisschen, dann verlierst du mich nicht so. Nein, eben, wir brauchen dann noch eine Kreuzungsstelle, wenn wir einen zweiten Zug haben, weil wir sind im Moment eingleisig unterwegs. Darum bräuchte es auch ein paar Kredite, nicht nur einen. Wir haben die zwei Wege dran hier. Wir starten das mal und schauen, ob die hier jetzt alle reinkommen. Also ich würde es ja wohl hoffen. Die Wege kommen jetzt hier hinten leider ein bisschen raus. Jetzt müsste auch dann gleich doch mal noch das Geld in die Hand nehmen und hier ein weiteres Gleis anhängen. Wäre schön, dann würde er wenigstens mal anständig weit vorfahren. Leider habe ich für das zu wenig Geld, 499 Franken, reicht leider nicht für das. Ja, ich sage dem übrigens jetzt gerade Franken. Ja, ich habe mich jetzt darauf festgelegt, das sind für mich Franken, ganz klar. Weil wir haben hier Ortsnamen wie zum Beispiel unser schönes Feichten. Also Feichten, das ist etwas, was ich jetzt nicht in den Vereinigten Staaten würde erwarten. So als Ortsnamen. Gut. Also. Unser Zug dampft hier ganz langsam vor sich her, mit 15 km pro Stunde. Jetzt geht es wieder besser, weil es hier langsam bergab geht. Aber das ist schon nicht ein Dauerzustand, würde ich jetzt mal sagen. Die Fahrten gehen immer wieder länger, immer wie länger. Je mehr Wege wir anhängen und am Schluss ist das dann auch eher ein bisschen kontraproduktiv, wenn die Züge ewig brauchen. Um die Fahrgäste zu transportieren. Aber sie haben es ja nicht brisant.
habe noch nie gehört, wie jemand hier in den Wegen das Bressant hat. Darum lassen wir es heiligen, Bimbam. Wie viele Wege sind das mittlerweile? Das will ich ja gar nicht zählen. Du. Aber es sieht mir nach 13 aus. Uiuiui. Ja, definitiv eine Zwischenlösung. Aber jetzt sieht es ja gut aus, finanziell. He? Wir haben jetzt können zwei neue Wege kaufen nach einer Fahrt. Das ist eine gute Aussicht. Das heisst, jetzt können wir dann wahrscheinlich sogar noch mehr holen. Wenn er da unten ankommt, und da unten sind 61 Leute, jetzt müssen wir dann schauen, ob es da überhaupt genug Leute sind für die Rückfahrt. Also irgendwann sind die Passagiere natürlich auch erschöpft. Jetzt haben wir die ganze Zeit den Luxus gehabt, dass der Zug immer voll war, weil wir die ganzen Leute gar nicht erst können transportieren konnten, weil so viele Leute sind gekommen. Aber jetzt haben wir den Punkt erreicht, wo der Zug genug lang ist, um die Leute alle mitzunehmen. Das heisst, jetzt müssen wir schauen, dass wir hier vielleicht den ÖV noch ein bisschen ausbauen, dass dann wiederum mehr Leute am Bahnhof kommen. Für das schauen wir jetzt mal hier, wie das aussieht mit dem ÖV. Ja, der KLB1, der ist halt einfach ein bisschen unterbesetzt. Da hier, da wartet gar nie jemand, nur da. Ja, was heisst die unterbesetzt? Das sind, glaube ich, drei Bussen, oder? Oder sind es sogar vier? Es sind vier tatsächlich. Und ich sehe hier nie irgendwie, dass besonders viele Leute rum sind. Also von dem her habe ich fast das Gefühl, es ist as good as it gets. Also, mehr Leute kommen dann wahrscheinlich gar nicht in den ersten Bahnhof. Auch wenn ich jetzt mehr ÖV parat stelle. Das Einzige, was man natürlich könnte, ist irgendwie hier hinten noch das Wohngebiet erschliessen. Aber das wird wahrscheinlich dann ändern, ein Verlustgeschäft. Außer ich mache es so, dass ich hier in die Industrie gehe, so da hinten rum und dann hier wieder runter. Ja, aber das wird wahrscheinlich auch nicht sehr profitabel sein, hier oben durch. Man könnte es trotzdem mal einrichten. Die Stadt, die wird sicher irgendwann mal noch expandieren. Wie viele Leute haben wir jetzt hier? 63 Gänge noch. Yeah. Was sind das eigentlich für Fahrzeuge, die wir hier auf der Linie haben? Hier haben wir Postkutschen. He? Warte jetzt schnell. Fahrzeuge, gehen wir mal schauen nach KLB. Das sind, wir haben Durmisten. Zwei Postkutschen und zweimal so Doppelstock-Omnibusse. Ja, der Giro schaut ganz erwartungsvoll hier rauf. Jetzt will er entweder auf meine Chance oder auf den Schreibtisch. Jetzt ist er sich noch entscheiden. Jetzt ist der Entscheid gefallen. Er ist auf den Schreibtisch raufgekommen. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt gerade gehört hat. Jetzt ist er hier am Mikrofon und muss schmecken. Und schauen, was das ist, wo ich hier die ganze Zeit reinschnur. Ah, jetzt liegt er schön neben dran her. Gut. Und fährt sich an von waschen. Dann wird er jetzt dort auch gemütlich schlafen und zuhören, was ich hier zu erzählen habe. Über irgendetwas, das er nie wird verstehen. Gut, also wir haben hier das Problem, wir haben zu wenig Passagiere wahrscheinlich am Bahnhof. Und wir können nicht wirklich mehr Passagiere holen, weil irgendwie das Verkehrsaufkommen gar nicht da ist. Also es sind nicht mehr Leute an den Stationen. Das Einzige, was wir können, ist hier. Das nochmal zum Zusammenfassen. Ich würde sagen, wenn der Zug hier ist eingetroffen und ich wieder Geld habe, probiere ich genau das. Und dann nehme ich vielleicht einen von den Bussen vom KLB und setze ihn hier ein. Weil ich weiss nicht, ob die vom KLB im Moment jetzt alle Gewinn machen. Schon Zustand schlecht. Ja gut, das hat natürlich auch einen negativen Einfluss auf die Stadtentwicklung. Wenn der Zustand schlecht ist, dann haben wir Emissionen. Können wir schnell anschauen. Auf der Karte, da haben wir hier die Emissionskarte. Es ist aber nicht ganz so schlimm, also da gibt es definitiv Schlimmeres. Man sieht zwar hier eine leichte Änderung in der Färbung, hier, wo die Busse durchfahren, aber im Grunde genommen ist es noch nicht so tragisch. Man kann es aber noch schnell auf aktuell stellen, dann sieht es noch etwas anders aus. Hier sehen wir so richtig, wie es sich in Realtime eigentlich um einen Bus herum bewegt. Das ist in dem Fall jetzt einer von denen mit dem schlechten Zustand. Ja, wir können uns halt den höheren Unterhalt noch nicht leisten, aber schau mal, der hat hier fast keinen Passagier. Ja. Also ich würde sagen, Postkutsche nehmen wir mindestens eine auf eine neue Linie, und zwar hier aussen durch. Dann müssen wir dann hier die Strasse schliessen, dann ein paar Stationen platzieren, und dann können wir loslegen. Der Zug ist gut auf dem Viadukt mit 78 Leuten. Sehr schön. Du, das Spiel läuft viel flüssiger als letztes Mal, ich weiss gar nicht, was los ist. Vielleicht ist es, weil ich jetzt nicht im Hintergrund noch lauter andere Sachen offen hatte. Das war eigentlich der Fehler gewesen. Schade. Naja, das war halt die erste Aufnahme so ein bisschen lägig. Dann sieht es jetzt so aus, als würde es besser werden. 72 Leute am Bahnhof, 73.
Längt es echt noch? Da hier kommt noch ein Bus mit 7 Personen. Jetzt 74. Wie viel haben wir im Zug? 76? 78. Also komm, das muss doch jetzt noch länger. Der muss hier jetzt schnell rundherum ziehen. Dann haben wir hier genug Passagiere, um den Zug zu füllen. Aber jetzt ist es knapp geworden. Jetzt haben wir wirklich nur zu viel. Weil wenn wir natürlich mehr Kapazität im Zug haben als Passagiere da sind, dann machen wir nicht so viel Geld. Also kommen, Giele. Säckle, Zug kommt gleich. Hopp, hopp, ziehen. Naja, die guten Herrschaften in den 1850er haben es noch nicht so brisant gehabt, wie wir es sehen. Dann war das Leben halt noch ein bisschen länger als heutzutage. Ja, da kann man schnell philosophisch werden. So, da gehen sie schön über den Fußgängerstreifen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob so etwas in dieser Form schon existiert um diese Zeit. Aber was weiß ich schon. Ich bin kein Historiker und ich habe keine Ahnung über historische Strassenlayouts. Ich habe aber Ahnung vom Fahrplan. Und jetzt müssen wir da schauen. 75 Personen sind hier. Ja, sie sind am Aussteigen. Längt es noch? Nein, leider nicht. Oder? Oder ist noch jemand gekommen? Nein, 75. Okay. 75 Personen fahren mit. So ist es leider. Jetzt kommen da wahrscheinlich gleich ein paar neue. Ja, schau da. Weißt du was? Kehrt du nochmal um. Geht es? Ah, kein Weg heisst jetzt. Ja gut. Der muss er halt jetzt abfahren mit 75. Ich denke, ich kann ihn umkehren, dass er neun ist, reinfährt. Aber für das ist jetzt auch das Perron zu kurz. Oder ich müsste auch irgendwie ganz rausfahren und dann wieder rein, aber das geht jetzt viel zu lang. Weil die Lok hier ein kleines Struggle hat. Apropos Struggle, Geld. Schnell pausieren, weil jetzt werde ich arbeiten mit dem Geld, das wir haben. Wir nehmen Strassen. Dann schließe ich das hier oben. Wie ist es Grad? Ah, da gibt es nicht wirklich ein Grad. He? Da gibt es einfach ein kleines so und ein kleines so. Weil ich so ein Perfektionist bin. Ja, gut, das ist ein gutes Gesetz. Und sonst stört es, glaube ich, niemand außer dich. Mehr aber nicht, und darum mache ich es so. Bushaltestellen. Also, wir haben ja hier oben die. Jetzt, wie wollen wir die Linie planen? Am besten geht die Gegenrichtung. Ich höre jetzt so ernsthaft, geht wieder das Katzentörli um. Ich höre wieder das Katzentörli um. Kleiner Moment, pausiert ist es ja. Ich muss noch einmal eine Katze rausstumpen. Huh, so. Hey, ich Nachbarn Besuch oder so? Oder ist der deine schon laut? Ist das jeder ständig zu mir überkommt? Hey, hey. Ist ja gleich. Habe ich jetzt eine Haltestelle? Ich habe jetzt eine Haltestelle. Ja. Die Maus aus Versehen drückt und jetzt steht hier eine Haltestelle. Ich entferne sie aber nicht, weil jetzt gefühlt, da hier ist glaube ich eine neue Strasse. Führen wir doch hier gerade die neue Linie durch. Dann haben wir hier das Gebiet auch mal erschlossen. Dann gehen wir hier zentral durch. Ist das ein kleiner Glücksgriff gewesen. Machen wir hier die zweite Haltestelle. Und dann einfach hier rum. So. So, so. Da oben nichts. Dann da hier eine. Dann kommen wir hier runter. So. Und ab hier brauchen wir eigentlich die Haltestelle von dieser Seite. Heisst, jetzt habe ich eigentlich die Haltestelle alle auf der falschen Seite gesetzt, weil ich ja gesagt habe, ich will hier in die Gegenrichtung gehen. Mist. Wenn wir das jetzt alles ändern? Nein, finanzielle Gründe. Ich probiere es jetzt einfach gerade mal so. Oder? Es würde das Verkehrsaufkommen schon ein bisschen verbessern. Nein, wir haben kein Geld, Scheisser. Ich muss jetzt es so machen. Haltestellen sind hier. Neue Linie muss erstellt werden. Das wäre der KLB2. Wir füllen ebenfalls am Bahnhof an. Dann gehen wir hier innen durch. So hier ganz gerade rum. So. Dann hier zusammen mit dem Anger. Voilà. Umbenennen, das ist der KLB2. Gut. Hätten wir das. Und jetzt brauchen wir hier noch Fahrzeuge. Dann nehmen wir vom KLB 1 mindestens eine Postkutsche. Ich probiere gleich mal beide. Auf den KLB 2. Weil jetzt wird natürlich das Verkehrsaufkommen vom KLB 1 auch ein bisschen reduziert. Der KLB 1 hat jetzt quasi exklusiv nur diese Haltestellen hier aussen und das hier. Und die sind nur für die paar Häuser hier. Und hier nebenan führt auch noch eine Linie durch. Yeah.
Wir sehen, ob das gut ist. Jetzt tun wir einfach mal weiter. Na, was wollt ihr da? Richts Hauptquartier. Irgendwo, ja, das könnt ihr noch irgendwann machen. Hauptquartier setzen. Später. Ja, jetzt geht etwas Wichtigeres zu tun mit dem Geld, das ich habe. Apropos mit dem Geld, das ich habe, wäre es vielleicht eine Idee, mit dem Geld, das ich habe, schon mal in einer dritten Stadt öffentlichen Verkehr zu etablieren. Einfach so, dass es noch ein bisschen mehr Gewinn gibt. Irgendwie hier in unserer Hitlerstadt oder was? Blaue. Ist vielleicht noch ein bisschen für einen ÖV oder irgendwie etwas weiter entfernt. Oder vielleicht hier. Was ist das? Donsdorf. Donsdorf sieht doch nach einem Ort aus, wo ein ÖV verdient hat. Wenn wir das Donsdorf ÖV machen, komm, wir machen das. Wir können natürlich eine Buslinie führen, von hier nach Donsdorf. Das kann man dann später durch eine Eisenbahn ersetzen, aber jetzt machen wir doch das gut mal. Weil für ein Überlandtram haben wir, glaube ich, zu wenig Geld. Zeig jetzt mal, wie viel würde das kosten, wenn ich jetzt hier eine Tramlinie würde setzen. Warte jetzt schnell, wie ist das schon wieder gegangen? Hier Werkzeug, Tramgleis. Wie viel kostet so etwas? Es ist schon möglich. Also das Upgraden von Linien würde ich mir leisten können. Stadt ist halt ein bisschen, ja, vom Platz her. He? Müsste auch diesen Weg hier die Tramlinie machen. Oder hier, klar, die Tramlinie hier am Bahnhof, dann hier so. Obwohl es besser wäre durchs Zentrum. He? Oder beziehungsweise es wäre besser, wenn ich hier die Linie durchziehe. Wäre vielleicht sowieso gut, dass ich die Linie einfach hier nehme. Also hier Strasse anschließen, dann hier eben Upgrade auf Tram. Ich bin gerade am überlegen, wie das so finanziell wird aussehen mit einem Überland-Tram. Wie viel kostet das Tram-Depot? Ich baue eine Überland-Tram-Linie. Der Entscheid ist jetzt gefallen. Ich baue das Tram-Depot aber hier zu Feichten, weil das unsere Hauptstadt ist. Bauen wir es doch auch gerade hier. Und weißt du was? Geht das? Es geht! Ja, komm, der sieht sogar so aus, als wäre es irgendwie noch extra gewesen. Aber es kostet viel zu viel Geld. Nee, das ist jetzt aber schade. Das hat jetzt so richtig ausgesehen, als wäre jetzt das die Idee gewesen hinter dem. So eine richtig gut geplante Sache. Aber es ist leider zu teuer, weil dort viel zu viel Terraforming involviert ist. Höchstens irgendwie so und dann dort anschliessen. Wie sieht es auf der gegenüberliegenden Seite aus? 20'000. Ich probiere es natürlich immer so um die 15'000 zu bekommen. Für das muss man es halt einfach genau richtig drehen, dass das Terrain irgendwie gut anschließt. Schau, da wird es günstig. Da kommen wir unter 15. Ganz knapp. 14, 8, 14, 7, 49. Da ist es am günstigsten. Da bauen wir das. Dann müssen wir natürlich gleich noch Strasse aufziehen. Lohnt sich also nicht wirklich. Tramgleis machen wir ja. Kann ich jetzt dafür hier so? Ja, es sieht doof aus. Wir machen es hier. 19, ja, es kostet noch 19'000. Boah. Okay. Es könnte schon etwas knapp werden. Wir machen es lieber noch so. Und dann müssen wir das ganze Zeug upgraden. Jo, jetzt wird es spannend. Ich habe das Gefühl, es könnte unsere Ruin treiben. Hier kostet es ein bisschen mehr, weil hier ist ja die Strasse erst noch die schmale. So. Habe ich jetzt eigentlich nicht hier etwas. Oh nein, jetzt habe ich mir das verbaut hier. Jetzt muss die Strasse hier irgendwie so ein schräger und rumziehen. Ich mache ein bisschen viel Seich. Ich rede viel und überlege ein bisschen zu wenig. Kann ich hier überhaupt irgendwie upgraden? Oder ist das jetzt einfach nicht möglich? Warte jetzt. Hier. Kann ich hier noch irgendwie konfigurieren und eventuell Tramgleis drin tun? Ah, hier. Ah, oh, Gott sei Dank. Boah. Wenn wir es jetzt nicht hätte können, dann hätte das ja alles müssen neu machen und Linien neu setzen und. Boah. Aber Tram können hier nicht kehren. He? Bedeutet, ich brauche hier noch einen Wendeschleifen für Tram. Ich hätte es halt einfach den falschen Weg gesetzt. Komm, wollen wir es einfach noch einmal setzen? Das ist jetzt blöd. Ende Schleife auf der anderen Seite. Ist glaube ich doof, oder? Weil
Das kommt da auf den Bahnhofplatz und ist dann irgendwie mit drin. Und hat das jetzt eigentlich etwas gekostet, das zu verändern? Oder ist das jetzt gratis gewesen? Irgendwie habe ich das Gefühl, vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht. Jedes hier überlappt ein bisschen, aber sonst ist es ja eigentlich nicht tragisch. Es ist halt einfach so ein bisschen nahe vor dem Bahnhofsgebäude, aber ja, schlussendlich ist das eh nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen eine Schleife in die andere Seite. Aha, Haltebucht kann man hier noch setzen, also warte schnell. Wendeschleife rechts, minus 0, hä? Ah, mit minus 1, schau jetzt! Und wenn ich das hier mache? Ah! Ja! Das wollte ich! Wollen. Wendeschleife, so, dass wir von dieser Richtung kommen können, mit dem Tram, und dann schwupps, rundum. Und übrigens, Haltebucht, beidseitig, sehr gerne. Kann man hier auch noch halten. Das ist das, was mir gefällt mit der Buslinie, weil die geht ja hier gerade durch. Machen wir das dann noch schnell, hier Perron wechseln. Gut. So, hat tatsächlich nichts gekostet, wie es aussieht. Hier, oh, jetzt haben wir hier fehlen kurz die Tramschienen. Ah, da auch. Das ist auch ein Problem mit dem Rendering oder so. Es läuft. Also, warte jetzt schnell, jetzt sind hier die Linien bearbeiten. Der FB2 erstmal. Hier einen feuchten Haltepunkt. Den tun wir jetzt mal auf das 4. So, dann kann der hier schön vorbeigehen. Das spart auch noch ein bisschen Geld, weil der nicht immer die Runde muss machen muss. Und der FB1, ah, der kommt hier gar nicht vorbei. Ah, der FB1 kommt gar nicht an den Bahnhof. Was ist denn das für eine blöde Linie? Müsste ich dafür noch bearbeiten. Sowieso, also, dass das zwei verschiedene Linien sind, das lohnt sich auch nicht mehr lange. Das muss ich dann gleich irgendwie noch ändern. Das ist, glaube ich, sinnvoller, wenn das hier eine Linie schon von hier aus ausgeht, so. Und alles erschließt. Da kann man dann vielleicht irgendwann das noch aufteilen, in eine Nordlinie, in eine Südlinie oder so. Irgendetwas findet sich dann hier schon. Jetzt lassen wir es noch gerade. Jetzt schaue ich hier, dass ich die Tramlinie irgendwie herbekomme. Ja, es wäre schöner, wenn es hier durchging. Aber das kann ich mir, glaube ich, nicht leisten. Wenn schon viel Geld ausgeht. Wie teuer wäre eine Strasse hier durch? Das wird nichts, meine Freunde. Der Mac, glaube ich, auch nicht, oder? Nein, das kannst du vergessen. Du musst terraformen und alles. Du musst das irgendwann später noch machen. Jetzt einfach mal Upgrade auf Tramlinie. Auch das wird wahrscheinlich zu teuer sein, aber wir probieren es jetzt gerade eins. Jetzt muss ich dann noch den richtigen Strassentyp wählen. Ist das ein bisschen teuer, kann sein. 19'000. 16, wieso ist das günstiger? Dann machen wir auch das hier. So. Und jetzt ist es hier teurer. So, 28'000. 23'000. Ah, weil das eine dünne ist. Ah, das ist noch eine dünne hier. Also machen wir da mal. Du, es reicht nicht. Es ist viel zu teuer. Oder? Jetzt kostet es zwar hier nicht mehr so viel. Aber hier in der Stadt ist dann wieder ein bisschen teuer. Und wie viel kostet das Tram? Ja komm, im schlimmsten Fall nehmen wir halt den Kredit auf. Das ist jetzt halt wirklich nicht die Welt. Führen wir das Tram durch das Wohngebiet oder in die Industrie? Oder machen wir hier einfach eine Wendeschleife? Ich bin für die Wendeschleife, weil hier ins Wohngebiet und alles, da muss nicht unbedingt das Tram fahren. Problem, Wendeschleife ist teuer. Das wird sehr teuer. Irgendwie so. Und dann alles upgraden. Ich wird das hässlich. Und teuer. Ja, Kredit definitiv nicht umgehbar. Also, die Tramlinie ist abgeschlossen, aber für 17'000 bekommst du doch kein Tram. Dann musst du noch eine Haltestelle haben. Dann machen wir hier irgendwie, oder können wir keine mehr machen. Also. Ja, das ist finanziell leider nicht so gäbig. Machen wir hier einfach mal ein paar Haltestellen hier. Dann hat es hier auch ein bisschen mehr ÖV. Nicht nur die Intercity-Verbindung. So. Hier haben wir eigentlich Haltestellen schon entlang der Linie. Ah, hier haben wir nicht. Die Linie geht hier durch. Dann würde ich hier noch
am Eingang quasi setzen und dann hier. Dann haltet das Tram gar nicht wirklich in der Stadt. Da können wir später noch ein Stadttram machen. Wir haben 5'000 Franken übrig und von dem müssen wir uns jetzt noch ein Tram kaufen. Wow. Wie viel kostet das Tram? 39'000, Herrgott. Huh, ja. Gut, ist auch noch ein Rostram, gell? Das Dampftram hat noch niemand erfunden. Dann müssen wir den Kredit haben, komm. So schlimm ist es ja nicht. Und wir haben das Geld schon irgendwann wieder. Holen wir uns gleich 4 Stück. Weil unsere Intercity-Verbindung ist für 5. Ja, machen wir mal 5. Unterhalt und so noch nicht. Neue Linie übrigens. So, ab hier kann ich dort nach kehren. Wenn ich das richtige Perron setze. Nehmen wir hier irgendwie mal das 1 gerade. So, jetzt hier schön die Wände schleifen. Dann hier. Und. Ah, jetzt sind die Tram schon zugewiesen worden, weil die Linie zum ersten Mal vollständig war. Gut. Müssen wir aber hier noch ein bisschen mehr machen. Wieder das Label, das im Weg ist. Und so. Dann geht es hier um die Schleifen rum und dann gehen wir weiter. Nein, ich muss nachher noch einmal hier halten. So. So. Also kommen wir hier, gehen um die Schleifen rum. Ist zwar auch ein bisschen eng hier. Müssen wir wahrscheinlich noch mal neu machen. Bin jetzt noch nicht so stolz drauf. Dann haben wir das hier abgeschlossen und dann kommen wir wieder hier rein. Die halten wir einfach nur hier an der Breslauer Strasse und dann sind wir wieder zu Feichten am Bahnhof. Finde ich gut. Und das ist jetzt. Wie wollen wir das machen mit der Naming Convention? Ist das jetzt der Intercity 2? Es ist der Intercity 2T. So. Das macht deutlich, dass es da wirklich eine Tramlinie ist. So, da wird das Tramgleis nicht immer schön gerendert. Schade. Passagier erst 31. Ist der Zug erst gerade abgefahren? Zufälligerweise. Wo ist der Zug? Oh oh, der Zug ist dort hier. Das bedeutet. Eventuell haben wir dort oben zu wenig Passagier. Aber jetzt gibt es dort das Intercity Tram. Das heisst, das könnte noch etwas verbessern. Und ich habe noch Geld übrig, aber das will ich jetzt gar nicht ausgeben. Also, da warte ich jetzt noch schnell. Schauen wir mal, wie diese Sachen hier so performen. Nein, jetzt lädt es doch noch ein bisschen. Jetzt, wo ich ein neues Fahrzeug drin habe. Jetzt ist wieder gut.